Herzlich willkommen zum Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten uns beim letzten Mal einen neuen Selektor angesehen. Den Typselektor, den hatten wir schon längere Zeit benutzt, eigentlich von Beginn, wo ich irgendwie Style-Element eingeführt habe. So, und beim letzten Mal hatten wir uns den Klassenselektor angesehen, dass wir das gleiche Element oder HTML-Tag verschieden gestalten können. So, das haben wir gesehen, das werden wir auch viel benutzen. Und diesmal zeige ich euch einen anderen Selektor, den sogenannten ID-Selektor. Da steht oben im Style-Bereich steht ein Hashtag mit dem Namen und dann wird ganz individuell ein ID gleich und da steht dann in Anführungsstrichen der Name drin, angegeben. So, das ist auch noch für eine andere Sache gut. Dieses ID ist gleich und Name, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Diesmal zeige ich euch, oder möchte ich euch erstmal demonstrieren, wie man damit individuelle Stile zuweisen kann. So, wir gehen in unseren Style Abschnitt hinein, in dieses Style-Element, ja, hier oben, und wir definieren uns ein Hashtag green und wir setzen die Farbe auf grün. Dann, das möchte ich euch zeigen, setzen wir den Font Style, mit dem wir normalerweise einen Kursivdruck verursachen, auf Normal. Und wir setzen den Font Weight auch auf Normal. Schließen das Ganze und damit haben wir einen kleinen Designabschnitt oder ein Designelement definiert. So, jetzt gehe ich in den Absatz hinein, der vom Fettdruck markiert ist. Und dort öffne ich jetzt das Element I, gebe dem die Identity green und schließe das dann etwas später. So, und jetzt achtet bitte darauf, einmal wird der Text grün dargestellt, dann wird er nicht kursiv dargestellt, sondern normal. Das habe ich jetzt hier sozusagen reingeschrieben. Und auch wenn es eben der Befehl I ist, der uns normalerweise auch die Sachen als kursiv ausgibt. Und dann wird die Font Weight, also das, ja, wie sagt man, das Schriftgewicht, wird uns nicht fett ausgegeben, sondern normal. Und wir gucken mal, ob der uns das alles macht. Ich setze hier hinten nochmal dasselbe um den gleichen Textteil herum und gebe keine Identity ein. So, speichere das Ganze ab. So. Und bisher hat es so ausgesehen, und hier haben wir die beiden Textteile, die markierten, die fraglichen, und hier, na, was macht er mir jetzt da rein? So, da haben wir die beiden Textteile. Jetzt lade ich das Ganze. Und ihr seht hier, es ist weder fett gedruckt, noch ist es kursiv gedruckt. Aber dafür ist es grün. Und hier hinten hat er das Schwarz übernommen, er hat den Fettdruck übernommen und hat es kursiv gesetzt, weil es eben der ganz normale I-Befehl ist, dieser Italic-Befehl. So. Und das kann ich mit einer ID erreichen. Normalerweise wird das nicht für die Markierung innerhalb von solchen längeren Textabschnitten genommen, sondern zum Beispiel für individuell gestaltete Überschriften oder irgendwelche individuell gestalteten Textteile, zum Beispiel in einem Werbeblock. Ja, so, dafür nutzt man das hier eben nicht. Gut, das war's für dieses Mal. Beim nächsten Mal zeige ich euch die andere Verwendung von dieser ID. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.